Hallo und herzlich willkommen zum Anfang des Tales of Jahres auf meinem Kanal. Hab ich so genannt. Guck mich so. Ich habe einen Gast dabei. Ja. Hi. Öfter hier. Das ist der Haifisch, der nicht öfter dabei ist. Blub. Aber sie hat mir das Spiel geschenkt und ich dachte, es ist ein ganz schöner Anfang, wenn ich mein Tales of Jahr mit dem ersten Tales of Spiel, mit dem Tales of Schatzi spiele. Tales of meinem Schatzi. Ja, genau. Und wir fangen an mit Tales of Phantasia. Wie gesagt, das erste Mutterschiffspiel war das. Wir haben hier die GBA-Version, die nach der SNES-Version und dann dem PlayStation-Version gedöns kam. Also, yay. Ich würde eigentlich nur... Ja, ich würde eigentlich gerne die Textgeschwindigkeit einstellen, weil irgendwie... Das ist das falsche Menü. Falsch. Damit gehe ich wieder raus. Schön. Das sind wieder so die... Schöne Stelle. Schöne Stelle. Ja. Ah. Ja. Kannst ja echt gar... Man kann sagen, du kannst schon was einstellen, aber... Ja, aber irgendwie die Text... Ah. Ja, extrem schnell. Jetzt sehe ich, dass das funktioniert. Oh, damit muss ich irgendwann mal rumfummeln. Ich stehe drauf, wenn ich darauf rumfummeln kann. Lautstärke. Ist volle Kanne. Passt. Anzeigeart, Gesicht oder den Charakter? Wie? Hey. Kampfstufe schwer oder normal? Gab's kein einfach. Nein. Also scheinbar, damals gab's kein einfach. Was habt ihr damals falsch gemacht? Weiß ich nicht. Da ich normalerweise immer erst auf normal spiele. Aha, normalerweise, ne? I dwell amidst the abounding light of heaven. Freut mich. Thou art at the gate to the underworld. Come forth, Thunder of the Gods! What the heck is that? It ends here! Indignation! It ends here! Ah, Indignation! Schön! Ich weiß ja, ich habe ja nachgelesen, ich weiß, dass die PlayStation-Version, was das angeht, natürlich... Oh, er verpufft. Ich weiß, dass die durch, die Systemqualität halt besser ist, was die Sprache angeht. Dann gibt es aber noch die PSP-Version, die Cross Edition. Da haben sie das nochmal verbessert. Oh, also Tales of Phantasia ist so ein Spiel, was durch so viele Konsolen ging und so viele Qualitätsänderungen hatte. Es ist eine Schlampe. Eine Konsolenschlampe. Aber ne, da habe ich mich halt leicht reingelesen. Ja. Also ich weiß zumindest, worum es geht. Was die Konsolen angeht und die Verbesserungen etc. pp. Beste Verbesserung ist immer noch Ragnarok umgeändert in Kangaroo. What the fuck? Ja, nachgelesen. Ja. Ich weiß noch nicht, worum es geht, aber wer ändert bitteschön Ragnarok, den allzeit beliebten Todeszauber von mir aus, in ein Kangaroo um? Boing. Ja, wie jetzt? Jetzt ist er verpufft und wieder aufgetaucht. Ja. Was zum? Was macht ihr hier? Bin ich erschrocken? Nein! Schockierend. Eine Überraschungsparty, nein! Sie schenken mir meine Kette. Ist er mit? Ich gehe aber stark davon aus, dass sie ihn gerade versiegeln. Weil Spiele grundsätzlich Sachen versiegeln. Ist die Aufgabe, die meiner Familie seit Generationen auferlegt ist, nun erfüllt. Das ist echt schwer das zu lesen. Das ist echt scheiße zu lesen. Ich hoffe mal, meine Charaktere haben hinterher eine Textblase. Ein Dutzend. Oder mehr. Jahre sind vergangen. Ich habe nicht nachgezählt. Ich fand's doof. Nö. Große Böse besiegt. Warum sollte man dann noch nachzählen? Ah, ich habe eine Textblase. Hast du mich gerufen, Vater? Liest du übrigens die Frauen vor? Nein. Also doch. Nein. Das habe ich. Wie geht es deiner Mutter? Nein. Das Fieber ist weg. Es sollte ihr bald wieder gut gehen. Was gibt es denn, Vater? Das Medaillon, das ich dir gegeben habe. Medaillon? Oh, das, was du mir zu meinem 15. Geburtstag geschenkt hast. Was ich fast wieder vergessen hätte, weil... Charaktere. Es war nur ein scheiß Medaillon, hallo? Was ist denn damit? Versteht er mich eigentlich noch, wenn ich so Richtung Bitchen gucke? Darauf wollte ich ja gerade hinweisen. Und, funktioniert's? Ja, weiß ich nicht. Also, ich bin dann auf der Jagd, Amy. Ami, wie auch immer. Ami. Nein, ich lese nicht vor, weil ich nicht im ganzen LP dabei bin. Also, ah.
Sei vorsichtig. Du bist der einzige Bruder, den ich habe. Haha. Ha, ha. Tschüss. Leb wohl. Woo. Cress, lass uns gehen. Und scheinbar sollte er nicht Cress heißen oder Cress, sondern Kless. Wie klasse. Nee, nein. Mit Me. Ich weiß. Aber schon Klasse wäre noch ein bisschen bescheuerter gewesen, ne? Hm. Ja, das klingt nach Chester. Oh, tut mir leid, Papa. Ich habe mich mit Chester verabredet. Wups! Ja, da fällt mir gerade was ein. In Ordnung, dann lass uns beim Abendessen über das Millennium sprechen. Einverstanden. Wenn es das noch gibt. Ja, das ist auch so mein Gedanke. So, wenn es dann das Dorf noch gibt, dann können wir das gerne machen. Das deutet schon so drauf hin. Ja. Master Tristan, bitte macht es euch bequem. Ich würde gerne. Mussten wir jetzt noch kurz darauf hinweisen, dass der Typ Master Tristan Tristan. Und nicht Opa oder so. Tut mir leid. Master Tristan ist gerade vorbeigekommen. Aber jetzt bin ich soweit, Chester. Ah. Unglaublich spezifisch, dass da definitiv nochmal extra für mich steht. Das ist Cress Mutter, Maria, die gerade spricht. Ah, ach du Scheiße. Ja, da bin ich auch gerade drüber gestolpert. Cress, warte. Du siehst so gelb im Gesicht aus. Ah, Mama. Du bist krank. Du solltest nicht draußen sein. Gelb doch. Ja, aber ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Seit kurzem sieht man hier immer wieder Monster. Uns wird nichts passieren. Chester hat doch seinen Bogen und ich mein Schwert. Und Papa beschützt den Ort. Für wie lange noch? Ist echt gelb, ne? Ja, irgendwie schon. Aber das kann jetzt auch am GBA und der Vergrößerung liegen, aber ne? Hm. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Albia. Wir gehen doch bloß auf die Jagd. Ach, ist ja nichts. Da ist noch nie was Schlimmes passiert. Nein. Nun, in Ordnung, aber übertreibt es nicht. Oh, und nehmt das mit. Apfelgel erhalten. Werde ich so rumfliegen. Aha, unser Dörfchen heißt halt Toltus. Kann man auch verstehen als tolle Nuss. Dies ist die Aranbrücke. Man sagt, dass die Liebeschwüre, die hier gegeben werden, ein Leben lang halten. Köln. Fun Fact ist, eigentlich wollte ich den Schmetterling anbrabbeln, aber der fliegt da ja durch die Gegend. Jetzt ist Taube. Ich hab keine. Au! Taube. Wo ist denn hier? Taube? Hä? Da. Taube! Nein! Da! Okay. Mal gucken, Menü. Habe ich Fähigkeiten? Ich habe einen Cress. Schön. Und ich habe gerade einen scheiß Witz gelassen, aber den hast du wohl nicht mitgekriegt. Nein, welchen hast du gemacht? Ich habe gesagt, das könnte man auch hier als dolle Nuss. Die Armbrücke, die dolle Nuss. Der Ort. Ah, die Ort, der dolle Nuss. Die Ort. Die. Fängt gut an. Das war mal Fail. Fängt gut an. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für meine Witze. Guck mal. Kratz hat den längeren, er hat ein Langschwert. Er hat nur einen Kurzbogen. Tja, eifersüchtig, ne? Gib nochmal ein Drama. Oh, ich kann sogar rennen. Tschung. Ja, sie sagt, Wand. Wand nicht gut. Baum auch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, ich hab's zumindest früher einmal als Rom gespielt. Aber nicht weit. Hallo, Chris. Damals wusste ich noch nicht, wie gut Tales of Spiele sind. Da war so. Damals, als ja, wir noch jung waren. Wo ich zumindest noch jünger war. Ihr verlasst uns schon, Master. Das tue ich. Warum haben die den nicht den Titel nicht übersetzt? Meister. Chen. Und wo wollt ihr beide hin? Wir gehen in den südlichen Wald auf die Jagd. Das ist ein ausgezeichnetes Training. Das arme Wildtier leben, was nichts dafür kann. Hm. Wer bist du? Zeigen sie beim Monster Hunter auch. Ich kann es gar nicht erwarten, endlich erwachsen zu sein. Hab ich Möppel. Ja. Und da sieht man, wie lieb meine Freundin ist, weil ich sowas sagen darf. Ich bin nicht beeindruckt. Aber ich lebe noch. Das reicht doch. Das Wildschwein! Oh. Ja. Ihm nach. Das Wildschwein in Ruhe. Ja, aber wir sind am Jagen. Metterling. Am Schmetterling in Ruhe. Ernsthaft, das ist jetzt meine Kampfmusik. La 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 la. La la la. Während ich Bienen schnibbel. Wie du ja so magst. Das ist eine Megabiene vor allen Dingen, ne? Megabiene. Megasum. Also jetzt ohne Scheiß.
Ohne Scheiß, ja. Das ist meine Kampfmusik. Das ist doch schön. Schön zum Einschlafen. Ich glaube zumindest, ich sollte so... Aha, ich sehe es. Da drüben. Ich glaube, ich sollte zumindest hinterher mal, also wenn das so bleibt, dann die Kampfmusik und die Stimmen ein bisschen runterdrehen, weil irgendwie kommen sie mir immer noch laut vor und wir hören das ja schon relativ leise. Wildschwein. Bip. Käferbär und Eule. Du meine Güte. Das ist noch so unausgereift. Ich drücke die ganze Zeit den A-Knopf in der Hoffnung, dass ich irgendwas Cooles mache. Das funktioniert nicht unbedingt. Oh yeah! Ein Käferbär erledigt. Kann ich blocken? Kann ich irgendwie blocken? Nein. Nein. Blocken ist verboten. I did it. Ah, ich schieße nie daneben. Level up, neue Fähigkeit. Käse. Käse. Ja, dann gehen wir noch an Schokolade. Schokolade. Eine Variante von SpongeBob mit Käse. Also, Demon Fang, also, das ist ein bisschen schwer zu sehen, weil es so ein bisschen leicht heller gemacht wurde, ne? Aber heißt, wenn ich nicht mache. Ich weiß es. Ja, ich hab's gesehen. Wir beide kennen ja die Tales of Spiele, von daher ist das voll in Ordnung. Yo. Was? Es ist weg. Ich sehe mich doch drüben um. Nein, geh nicht. Bevor das jemand in die Kommentare schreibt, angeblich soll das, meine ich, der Baum sein, der in dem Ending von Tales of Symphonia erscheint. Und so gesehen, es soll dann Tales of eine Art Prequel zu Tales of Phantasia sein. Aber ob das so richtig ist, weiß kein Schwein. Das reimt sich. Ja, danke sehr. Ich hab das drauf mit dem komischen Gereime manchmal. Ich weiß genau, dass es hier entlang gerannt ist. Eigentlich habe ich es nur gesehen, wie es nach rechts gegangen ist. Ich wollte gerade sagen. Aber passt schon. Naja. Oh, heiße Schnicke. Entweihe nicht diesen Baum. War ein bisschen abgeschnitten, aber sie hat gesagt, do not defile this tree oder was auch immer. Ich wollte ja auch nur ein Wildschwein töten. Nur. Also so da der Baum mal aus, scheinbar. Also ist doch der Baum schon entweiht. Oder soll ich nicht dran pinkeln? Vielleicht hilft's doch. Nein, er sagt nein. Nein, hilft nicht. Hier ist nichts. Wie sieht es bei dir aus? Nur so ein Baum. Geht das dir gut, Cress? Ja. Ja. Oink. Da ist es. Wow. Wow. Was zum... Ja, nimm meinen Demon Fang! Damit du mir nicht sofort die Hütte einrennst, ist ja übel. Das Traurige daran ist ja wieder, das waren Ferkel. Aber die sind abgehauen. Gott sei Dank. Ja, die Ferkel würde ich auch nicht unbedingt umbringen wollen. Die armen kleinen Dinger. Aber die arme Mama. Okay, je nachdem. Der ist ein Papa, ist ein Keiler. Okay, ich habe jetzt nicht dahin geguckt. Ja, das ist ein Keiler. Weißt du, Chester. Bei so einem Ding, was doppelt so groß ist als du, ist das auch nicht schwer, dann nicht daneben zu schießen, aber... Ja. Das ist riesig. Das allein sollte ausreichen. Für einen leckeren Braten? Einmal eine Backofen, mal gucken, ob er reinpasst. Lass uns zurück in den Ort gehen. Hey, die Glocke. Im Ort muss etwas passiert sein. Ich sag's doch. Lass uns zurückgehen. Beeilung! Okay. Tschum! Ah, ja, stimmt ja. Hey, Moment mal. Was? Auf dem Schild steht der Baum der Geister. Hm. Man sagt, in diesem Baum lebt ein Geist. Bitte tut ihm nichts und stört ihn auch nicht. Euklid, Fremdenverkehrsveramt. Was zum? Die haben ein Fremdenverkehrsamt. Haben sie noch ein... Ja. Weiß ich nicht. So die Bürgerbüro. Was weiß ich. Vorher überlegen, was du schreibst. Was ich schreibe. Was du sagst. Ja. Tote Bienen. Die besten Bienen sind tote Bienen. Das ist zumindest eine Musik, wo ich zumindest sagen würde, kampfmusiktechnisch besser. Aber dann wiederum für die Ohren ist er trotzdem nicht eine Wohltat. Nein. Aber kommt gut mit dem Rennen.
ein bisschen unspektakulär auch, wie man in den Kampf reinkommt, ne? Dieses Düdlüdüt. Da bist du. Oh ja, Demon Fang voll in die Luft geschossen. Bloß nicht auf den Gegner. Könnt ja Schaden machen. Dafür, dass das sein erstes Schwert ist, ich weiß nicht, ob die geändert werden im Spiel. Ja. Aber so von dem, was sie gemacht haben her, sieht es ganz nett aus. Klar. Das ist aber auch das Problem, was ich gehabt habe bei Tales of Destiny. Hm? Das mit den TP. Du kennst doch die späteren Spiele, wo du haust und dann kriegst du die TP zumindest zurück. Hier ist das immer so, du kriegst die nur nach einem Kampf zurück. Ja, okay. Ein bisschen ärgerlich. Das kann nicht sein. Ich muss nach meiner Schwester suchen oder war da gehen? Egal. Bist du tot? Sie sind alle tot. Weißt du doch gar nicht. Möchtest du mir noch was über die Ahornbrücke erzählen? Nein. Ja. Sicher nicht? Okay. Also Chester kam von da unten, ne? Oh. Papa! Mama! Halt durch, Mama. Crest, du musst fliehen. Flieh zu deinem Onkel nach Euklid im Norden. Der Fremdenführer? Ja, wollte ich gerade sagen, der arbeitet bestimmt im Fremdenverkehrsamt. Sie wollen dein Medaillon. Wer? Wer sind Sie? Wer hat das nur getan? Mama. Mama! Stirb nicht, Mama. Ich glaube, sie ist schon. Ne? Da gab es diese Sprite-Bewegung. Die sind... Yep. Mama! Ich glaube, so schreit er nicht. Nein! Aber seine Augen, ne? Was macht denn? Die sind auch so. Das wird ja, also. Wenn ich jetzt nicht hier immer noch bei meinen Eltern wohne, würde ich die Gegend zusammenschreien. Nein! Aber so dann lieber doch nicht. Oh. Chester. Chester, hier ist es zu gefährlich. Lass uns zu meinem Onkel gehen. Was ist das mit... Ist das jetzt Amy oder Ami eher? Ami. Was ist mit Ami? Den anderen Einwohnern? Willst du sie wirklich einfach so liegen lassen? Das kann ich nicht. Geh allein, wenn du gehen musst. Ich werde sie anständig beerdigen, selbst wenn ich das allein tun muss. Wenn die, die den Ort angegriffen haben, wiederkommen, werden sie dich auch töten. Aber wir sind schon Level 2. Also bitte. Es tut mir leid, Chris. Ich muss es einfach tun. Chester. Geh du schon mal vor. Es ist zu riskant, wenn wir beide hier bleiben. Ich treffe dich später. Versprochen. Ich werde dich an dein Versprechen erinnern. Du kannst dich auf mich verlassen. Wir werden zusammen Rache nehmen. Ja. Ja, was von? So was von, deine Schwester irgendwie Wertsachen, die ich ausbilden kann? Du herzloses Stück. Ich brauche die jetzt mehr als sie, ne? Das sieht ja nicht so aus. Aber wenigstens zu Hause vorbeischauen muss ich mal. Sieht aus, komm? Sie wollen da Medaillon. Ja, ich weiß. Das Medaillon, von dem Mutter gesprochen hat. Und mein Vater. Ja, aber kannst sagen. Ob sie das meinte, dass Vater mit... Nein. Wie viele Medaillons meint er, hat der rumfliegen? 50? Ja, meinen sie das Medaillon des Seers? Das Medaillon des Weisen? Das Medaillon des Paladin? Oder das Medaillon, was mein Vater mir geschenkt hat? Manchmal weiß ich auch nicht. Ich verschwinde besser schnell von hier. Ja. Für Chester ist es sicherer, wenn ich nicht hier bin. Ach. Naja. Auch schon. Ja, aber für das ganze Dorf war es auch nicht sicherer, als der Wildschwein Young war. Nein. Ah, ja, seine Mama zumindest den Papa gelegt. Und den Papa weg von der Mauer und unter einem Baum. Was haben die da Grünes? Mantel? Ist das ein Mantel? Sieht ja so komisch aus. Die hat doch alle so einen Mantel um in der komischen Trainingshalle da. Ja, okay. Ich glaub's ja. Kann ich mir das mitnehmen? Nein? Aber das sind auch Schwerter. Oh Mann. Mann. Frau. Sie sind alle tot. Ich weiß. Oh, das sieht toll aus. Kann ich das haben? Dieses Schwert, das gehört weder mir noch Vater. Vielleicht gehört das dem, der diesen Ort angegriffen hat. Yes! Damit kann ich leben. Es sah gerade aus, als hätte er ein rosa Kleid an.
Crest. Als er nach oben. Der Mann mit dem rosa Tütü. Jetzt kommt da nichts mehr, aber gerade eben so vom. Weil es dreht sich ja. Ja, aber du meinst so. Ja, ja, guck dir das doch mal an. Das sieht aus, als hätte er ein rosa Kleid an. Ein bisschen vielleicht. Also es sind Sachen, die ich mitnehmen kann, theoretisch gigantisch dargestellt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war der erste Part. Der endete schon tragisch. Erst das Kommentarprogramm gleich, bitte, danke. Und dann der mittlere Knopf. Wir verabschieden uns, sie ist noch beim nächsten Part dabei. Genau. Dann gucken wir mal, wie die Tragödie endet. Oder ihren Lauf nimmt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Hallo und herzlich willkommen zum wahrscheinlich ersten von vielen, vielen Parts, die ich betiteln werde, was ich verpasst habe. Ich hatte schon mal angemerkt, das Spiel ist blind. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Wir haben es halt blind angefangen und ich werde es auch blind durchspielen. Ich werde mich aber immer informieren, ob ich irgendwelche Sachen verpasst habe. Das heißt, wir befinden uns hier gerade ganz am Anfang des Spiels. Und ich werde jetzt mit Amy reden. Amy. Oh, Cress. Schön, dich zu sehen. Sie steht auf ihn. Ich habe dies für dich gemacht. Ausgestopften Cress erhalten. Ob ich das so gut finden soll, dass ich ausgestopft bin? Hä, das ist ein ausgestopfter Cress. Der sieht genauso aus wie du. Deshalb hast du ihn in letzter Zeit die halbe Nächte Hast du in letzter Zeit die halbe Nächte durchgestrickt? Danke. Ich werde ihn in Ehren halten. Hey, Amy, was ist mit mir? Oh, ja, sie kriegt keinen. Das ist aber nicht alles, was wir mit ihr machen können. Dafür muss ich allerdings erstmal wieder das Haus verlassen. Da sieht man übrigens auch mal, wie es vorher aussah. Das haben wir natürlich auch nie in Betracht gezogen, mal zu machen. Aber wie gesagt, blind, ne? Lass mal sehen. Was ist das hier? Schmieröl. Ne, das ist der Waffenladen. Waffen. Schön und gut, brauchen wir aber gerade nicht. Nein, es geht um. Das Inn? Kann das sein? Ja, in der Tat. Da darfst du nicht hinein. Was? Wieder darf ich nicht hinein. Eigentlich soll sie mich um etwas bitten. Aber ist in Ordnung. Hat mit diesem Buschbaby zu tun, wie die Dinger wohl heißen. Ach schön, dass sie draußen hinschreiben, wo was ist. Interessant. Hallo Chester. Wie geht es deiner kleinen Schwester? Ja, gib mir den von mir, ja? Apfel halten. Das ist tatsächlich wichtiger als das mit dem Buschbaby. Das Buschbaby würde uns ein Gil einbringen. Ist also unglaublich wertvoll. So. Genau. Der ist für dich. Chester. Noch ein Apfel von dem Mann im Lebensmittelladen. Lecker. Chester erhält den Titel sanftmütiger Brüder. Yeah. Das ist halt prinzipiell meiner Meinung nach das Wichtigere von den Sachen, die wir machen können. Ich probiere jetzt noch einmal das mit dem Buschbaby. Wenn das nicht will, dann nicht. Ansonsten, alles, was ich sonst nur noch sagen würde, ist das Schwert, was wir am Ende des Parts gefunden haben, sollte man vielleicht nicht unbedingt sofort mitnehmen. Die Gründe dafür seht ihr im nächsten Part. Und ja, das ist tatsächlich schon dann alles, was mit dem ganzen Gedöns hier zusammenhängt. Da darfst du nicht hinein. Also ich weiß nicht, warum das hier nicht ist. Aber wir können es ja mal ausprobieren. Es, laut meiner Lösung dafür steht, ich soll es bis zum Fenster schieben. Also so. Aber da darf ich ja nicht hinein. Hä? Also ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Dies ist ein schöner Ort. Mein Mann geht gerade spazieren. Das heißt, das ist nicht gut. Für deinen Mann. Naja, okay. Wie gesagt, keine Ahnung, was das mit dem Buschbaby dann auf sich hat, wenn sie mir nur sagt, du darfst hier nicht rein, aber
Das ist der erste Part des, was wir verpasst haben. Im Wald ist eine Lebensflasche noch drin. Nehmt das Schwert nicht mit. Und wir setzen dann beim nächsten Mal an der Stelle fort, an der ich blind wieder ansetze. Im Ende vom zweiten Part. Ihr werdet es schon sehen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.